Ist der Milan schwer, Mariam? Ja, das habe ich verstanden. Okay, nochmal. Milan, ist Milan, der schwer, der Milan? Drama, Baby. Drama. Drama, Baby. Oh, der Max kommt gerade. Max? Ja. Die Bella kann jetzt pennen. Echt jetzt? Ja. Guten Morgen. Wir starten heute den Vlog im Auto. Hoppala. Ich habe gerade meine Kinder in die Schule gefahren. Und jetzt fahre ich ganz schnell noch ein bisschen was besorgen. Und zwar möchte ich ja 3 Adventskalender basteln für 3 Freundinnen. Und dafür brauche ich noch ein bisschen was. Und ich brauche noch ein bisschen was zum Mittagessen, weil es schon Zeit wieder ist. Mein Mann steht gleich schon wieder vor der Tür und fragt mich, was ich gekocht habe. Aber ich habe mich natürlich erstmal um den Haushalt gekümmert, wie es halt so ist morgens. Und er hat ja immer kurz vor 12 Mittagspause, aber dann nur eine halbe Stunde. Und deshalb muss ich jetzt Gas geben. Klappe halten. Ja, wünsche euch aber ganz viel Spaß bei dem Video. Los geht's! So, da bin ich wieder. Ich habe leider nicht alles bekommen, was ich wollte. Jetzt hat die Verkäuferin mir gesagt, dass man auch online bestellen kann. Das wusste ich nicht. Da hätte ich mir jetzt die 40 Kilometer auch sparen können, also 20 hin und 20 zurück. Und zwar habe ich diese Teile hier noch gesucht. Also die hatten aber nur das und das, finde ich, passt gar nicht so gut zu Weihnachten. Aber schaut mal, was sie noch hatten. Ich finde die hier total süß, diese Aufkleber. Beziehungsweise die hier finde ich auch total süß. Goldig, oder? Naja, okay. Dann mache ich mich jetzt mal auf dem Heimweg und schaue dann mal im Internet. Ja, da will man die Läden hier in der Umgebung unterstützen, ne? Und dann haben sie auch nur die Hälfte. Also irgendwie ist das auch total blöd. Naja, so ist es halt, wenn man in einem kleinen Dorf lebt. Okay, schnell kochen, kochen. Mein Gott, das Licht ist so schlecht. Das gibt's gar nicht. Oh Mann! Schau dir mal da draußen, wie dunkel das ist. Das gibt's doch gar nicht. Ach so, es wird Winter. Ach, da ist übrigens der angefangene Adventskalender. Genau. Ich war schon fleißig. Und dann geht's quasi mit denen hier weiter. Ne? Schaut, die ich jetzt gerade gekauft habe. Hier sind so Sticker. Lassie ist schon von der Schule da. Na, Lassie, wie war's in der Schule? Gut. War's gut? Hast du Hunger? Ja. Okay, dann kochen wir jetzt. Ja. Na? Okay, also auf geht's in die Küche. Hände waschen und los geht's. Sorry für diese Lichtverhältnisse. Heute gibt's einen Topf. Ich war schon ganz tapfer und habe das Fleisch klein geschnitten. Ich hasse es. Das war so ein großes Stück. Habe ich beim Metzger geholt. Hier sind die roten Zwiebeln aus Tropea. Das ist für die Jungs und das ist für meinen Mann und mich, weil es da eben Gemüse dazu gibt. Und ich mache jetzt hier mal weiter. Duftet auf jeden Fall schon mal sehr gut. Beim Edeka habe ich übrigens noch diese 2 Teile hier mitgenommen. Wir sagen ja in Italien dazu Kaki. Hier in Deutschland heißen sie, glaube ich, Sharonfrucht. Ich bin mir gar nicht sicher, steht es da drauf? Nein, hier steht Götterpflaume. Okay, gut. Noch ein Wort. Erzählt mir mal, wie ihr das esst. Also ich wasche die immer und schneide es dann so in Scheiben. Wir essen das mit Schale. Esst ihr das mit oder ohne Schale? Würde mich mal interessieren. Ja, und ich koche jetzt mal weiter. Und rein damit. So, jetzt kommt das Fleisch rein. Die Zwiebeln, die fische ich dann später noch raus, damit es meine Jungs nicht merken. Aber für den Geschmack muss natürlich ein bisschen Zwiebel rein. So, und das Fleisch will jetzt nicht rein. So, jetzt. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen was von der Suppe in diesen Behälter. Das muss ich nämlich jetzt durchpürieren. Der Alessandro isst diese Suppe nämlich. Und wenn das schön durchpüriert ist, dann kann er sich nämlich Backerbsen noch mit rein geben. Das mag er sehr gerne. Und warum geht gerade mein Mixer nicht? Ach so, der Stecker ist nicht drin. Moment. Also wenn ich die Grün habe, muss ich die auch legen. Okay. Jetzt müssen wir wieder tippen, ne? Ja. Was wir... ich mach 2. Sicher? Ja. 2, ganz sicher. Weil ich bin der Pro. Und wenn man die Farbe nicht hat, dann... Ich sag 0. Ich 0. Darfst du nicht. Ja, weil der Max hat schon 0, deswegen darfst du nicht 0. Du musst 1 sagen. 1. Also, jetzt kann ich ja quasi hier so drauf. Nee, schon so. Achso, Entschuldigung. So, aber ich habe ja rot, also geht es ja, ne? Also habe ich ja schon mal den ersten. Ja. Okay, wer ist jetzt? Der Sandro. Was? Aber gehen auch die Zahlen oder geht nur das Grün? Und was ist N? Also jetzt in dem Fall nein, Grün. Du musst erst Farbe bekennen. Das heißt, wenn du eine rote Karte hast, müsstest du jetzt legen. Ja, genau, aber wenn ich eine 5 hätte, geht nicht. Ja, scheißegal. Ich gehe um die Farbe.
Es geht nur um die Farbe, ne? Kann ich jetzt auch gelb legen? Ja, wenn du von rot hast, ja. Dann kannst du immer legen. Na, so. Nein! Mit einer blauen 5. Ja. Ich hab eine 8. Okay, die trotzdem lieber. Ich hab doch gesagt, ich mach 2. Okay. Weil sie die erste Karte gelegt hat. Gut, ne? Ich habe jetzt 2. Sehr cool. Ich gewinne. Guck mal, was der Max sich für eine Decke bestellt hat. Oh mein Gott. Was denn? Ich bin ein Zauberer. Ja, du bist ein Zauberer. Dann lachen dich deine Brüder gleich aus. Aha. Wenn die das sehen. Dafür ist mir warm. Dafür ist Max warm. Okay. Also, wer ist ich dran? Ich sag einen. Ich sag... Ach, dann darf ich ja nicht eins sagen, ne? Zwei. Jetzt darfst du nicht mal eins sagen. Ich sag 0. Darfst du ja nicht sagen. 1. Jetzt darfst du sagen. Aber der Alessandro hat doch schon 1 gesagt. Wieso darf der ich... Darf, der hat 2 gesagt. Stimmt, aber du hast 1 gesagt. Es gibt jetzt 3 Stiche. Du darfst... Die Summe aller Stiche darf jetzt nicht 3 sein. Ach so, okay. Und also ja. Wenn er... Wenn ich 1 sag und er 2 sagt, darfst du 0 sagen. Wäre er 3. Stimmt. Also, wer hat gewonnen? Der Max hat gewonnen. Ich bin 2. Platz, ne? Ja. Na toll. Doofes Spiel. Ich wollte gewinnen. Hier sind noch die Leckerlis für die Bella. Der Max hat ihr nämlich heute Morgen Peng beigebracht. Wollt ihr das mal sehen? Wollt ihr das mal sehen? Bella? Wo ist denn die? Bella? Bella? Du mit deiner komischen Decke, ey. Ey, mein Schal liegt auf dem Boden. Ich kann jetzt da nichts für. Och Mann. Max, nicht schön. So, Bella, komm her, wir machen mal Peng. So. Peng, Bella. Hat gut geklappt. Ganz nicht. Peng, Bella. Peng. 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 Jungsein. Ja, okay, wir müssen weiter üben. Und da bin ich wieder. Wir spielen. Schon wieder. Und ich habe mir jetzt ein Nutella-Brot gemacht, aber verratet's keinem. Und da liegt immer noch das Zeug vom Adventskalender. Mal schauen, wann der fertig wird. Kennt ihr eigentlich dieses Spiel? Was hast du dafür bezahlt, Max, bei Amazon? 8 Euro. 8 Euro? 8 Euro, Leute. 8 Euro. Läuft. Okay, also, wer ist dran? Ich muss erst mal mischen. Achso, ich muss mischen. Warte, wer ist eine Karte weiter? Ich bin hier wieder voll der Pro. Nicht. Ich habe übrigens einen Schal an, weil es mir kalt ist. Unsere Heizung springt nämlich erst an, wenn es draußen sehr kalt ist. Ein gewisser Grad, keine Ahnung. Das macht mein Mann. Aber mir ist kalt und deswegen habe ich einen Schal um. Außerdem war ich ja krank. Ich bin übrigens wieder gesund. Danke für eure lieben Genesungswünsche. Habe ich mich total gefreut. Beschummelt ihr? Nee. Wenn ihr beschummelt, das gildet nicht. Gildet nicht, wenn man schummelt. Okay, also ich versuche hier mal zu gewinnen. Oh Gott, Leute, mein Tisch sieht so schlimm aus. Als hätte eine Bombe eingeschlagen, aber ich mache ja für 3 Freundinnen einen selbstgemachten Adventskalender. Hier sind schon die ganzen Geschenke, die ich zurecht gemacht habe, gekauft habe. Und ich muss jetzt weiter basteln. Und jetzt seht ihr gerade auch mal, wie das hinter den Kulissen aussieht, nämlich das ganze Chaos. Ja, so sieht's aus. Ich notiere mir auch alles und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier die ganzen Geschenke, wollt ihr bestimmt auch sehen, ne? Wie das so aussieht. So. Aber wie gesagt, ich bin lang noch nicht fertig und hier habe ich noch den ganzen Dekokram. Ja, und dann melde ich mich nochmal bei euch. So, wisst ihr was? Der Lassie, der trainiert jetzt ein bisschen mit Bella. Die kann nämlich jetzt schon Peng. Also, wir üben es noch. Rechte und linke Seite jetzt schon. Rechte? Rechte Seite kann sie, glaube ich, schon sehr gut, ne? Jetzt übst du gerade die linke. Ja. Okay, Peng. Schaut mal, wie süß der Lassie ist, wie er mit der Bella trainiert. Bella, Peng! Super! Süß! Und während der Lassie das jetzt macht mit der Bella, nutze ich die Zeit und packe noch ein paar Geschenke ein. Und zwar hatte ich euch erzählt, zu dem Adventskalender, dass ja die Boxen recht klein sind. Also passen gar nicht so große Geschenke rein. Und deshalb werde ich solche Sachen hier separat einpacken, mit in den Karton legen, die Zahl draufschreiben und dann können sich das meine Freundinnen eben separat aufmachen, auf Seite legen, ne? Damit es nicht so viel Platz in Anspruch nimmt, damit sie nur den schönen Adventskalender eben sichtbar haben. Also so ist mein Plan. Wie sie es dann natürlich machen, ist
ihnen selbst überlassen. War das gerade Deutsch? Ja, ne? Wo ist denn mein Teser? Lassie, guckst du mal, ich glaube, in der Küche ist der Teser. Glaube ich. In dem Chaos kann man ja hier nichts finden. Moment, wo ist mein Teser? Bin ich doof, ich habe mir den doch extra hergelegt. Kennt ihr das? Nee, das muss man nicht mit. Okay, da hinten steht er. Ich habe ihn schon zurechtgelegt gehabt. Danke, mein Schatz. So, okay, also dann mache ich hier mal weiter. Findet ihr, dass das nach Weihnachtspapier aussieht? Ja, oder? Ja, schon. Mein Mann so, was willst du denn damit? Das ist doch kein Weihnachtspapier. Doch. Oder Max kommt gerade. Max? Ja? Die Bella kann jetzt pengen. Echt jetzt? Ja, die kann Bella, jetzt. Bella. Da ist der Max. Der kommt gerade von der Uni. Die kann echt schon pengen. Wirklich, wir haben es ihr beigebracht. Wir haben zwar ein YouTube-Video dazu angeschaut, aber so wie die das erklärt hat, haben wir es nicht hinbekommen. Magst du es mal sehen? Nein. Der Olli, Olli. Die Kamera läuft zwar gerade mit, aber ist egal, oder? Ja. Da ist der Olli, schaut mal. Ich habe seine Erlaubnis. Lassie, zeig mal Max, wie sie Peng macht. Wartet. Also, der Lassie zeigt es euch. Ja. Okay. Peng da! Super! Was the night before Christmas. I was closing down for business. So, ich habe hier so Füllmaterial rein, dann habe ich hier noch so Glitzersternchen. Seht ihr das? Und hier passt jetzt natürlich ideal so ein Nix Buttergloss rein. Packe ich hier so rein und dann habe ich noch solche Aufkleber hier. Hier steht drauf Made with Love. Mache ich jetzt ab. Und das kommt jetzt noch auf den Deckel. So. Bella, was machst du da auf dem Boden? Ach so, du kannst gar nicht anders, ne? Hey, wir sind angekommen in Oberursel. Leider haben wir ewig gebraucht. Ich glaube, 1,5 Stunden. Mhm. Ja, Max ist zu langsam gefahren. So. Ja, der Max ist zu langsam gefahren. Nee, wir haben eine Baustelle und das ist richtig ätzend. Jedenfalls ist hier meine hübsche Nichte. Die Hallo. Kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Da ist der Milan und da ist mein Sohn. Ja. Der Max. Den kennt ihr ja auch schon. Wir sind eingeladen zu einem Event, einem Pre-Opening. Und zwar geht es um einen Hundeladen, der sich nennt Pet Avenue. Ich hatte gerade nur Angst, das falsch auszusprechen. Nicht, dass ich gehatet werde. Mariam, man sieht dich nicht. Milan ist vor deinem Gesicht. Bist du flauschig? Und ist so Milan. Der ist wie so ein kleines Kissen. Der ist so süß, der Milan. Der ist okay. Gerade voll abgelenkt, weil hier so viele andere Hunde sind. Ja, genau. Die, was geht auch gleich los. Ich kann euch den Laden dann auch natürlich zeigen. Nee. Es war schwer, der Milan. Ich muss mir auch gedacht. Der Milan schwer, Mariam. Ich habe es gar nicht verstanden. Okay, nochmal. Ist der schwer, der Milan? Drama, Baby. Drama. Drama, Baby. Okay, komm. Okay, jedenfalls stehen wir vorm Laden und wir sehen schon, dass der richtig edel aussieht. Oh mein Gott, mega. Ich bin jetzt schon total gespannt. Ja. Genauso wie die beiden. Und der Milan bestimmt auch auf die Leckerlis. Und ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Und zwar drehen wir uns kurz um. Und so sieht das jetzt aus. Und Nina sehen wir bestimmt auch gleich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam rein. Bis gleich. Ach, du hast nichts zu trinken bekommen, Max. Du wolltest nichts. Mein Gott. Habt ihr das gehört? Er hat gestern schon genug getrunken. Also, wir sind... Max, ich kann aber so jetzt nichts drehen, wenn du da die ganze Zeit... Nein, Quatsch. Also nochmal, wir sind jetzt ganz nett begrüßt worden. Wir haben alle jetzt hier schon kennengelernt. Und jetzt bekommen wir eine kleine Führung. Ich bin total gespannt. Das sieht so edel hier aus. Oh mein Gott. Wie findet ihr es? Erster Eindruck. Schön. Das war richtig krass. Ja. Der Max verarscht mich die ganze Zeit. Okay, läuft. Jedenfalls sieht es hier so edel aus. Alles ganz neu. Hier sind so Betonwände, die so sein müssen.
Wollten wir auch so machen. Und der Max hat gesagt, oh, daheim, nee. Aber unsere Architektin hat es tatsächlich auch. Also eine komplette Wand, nur Beton. Milan, richtig genial. Milan, ich fahre gleich hin. Mama sitzt. Da ist der Milan. Da ist der Milan. Und es sind auch ganz viele Hunde da. Und wir schauen jetzt einfach mal, was es hier so zu entdecken gibt. Und ich bin schon total gespannt. Genauso wie meine Nichte und mein Sohn auch. Ne? Mal gucken, was wir. Daumen nach oben. Mal gucken, was wir dem Milan und der Bella Schönes kaufen jetzt. Ich mache einmal kurz so einen Rundumgang mit euch, so dass ihr das mal grob seht, wie das jetzt hier aussieht. Wirklich super schick. Ganz, ganz edel. Hier gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin ganz gespannt, was uns der Alessandro jetzt gleich alles erzählt zu den Sachen. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen schön hergerichteten, ja, Tierladen gesehen. Und deshalb ist es doch eine Reise wert, mal hierher zu fahren und sich einzudecken. Also wirklich richtig schön, ganz edel. Hier ist Spielzeug noch für die Hunde. Und hier sind ganz viele Sachen. Also ich bin jetzt echt gespannt, was der Alessandro uns erzählt. Hier könnt ihr euch zum Beispiel so Tüten zurecht machen. Schaut mal. Auch richtig toll, oder? Kennt ihr das noch von früher? So Süßigkeiten-Tüten, die man sich nach der Schule gemacht hat? Ja, da musste ich jetzt gerade dran denken. Und hier, das ist eine Frau, die das macht, hier aus der Umgebung. Die macht das alles selbst. Also eine Manufaktur. Finde ich auch sehr interessant. Ihr Hund, der hat wohl an Allergien gelitten oder leidet noch an Allergien. Und da ist sie dann eben auf die Idee gekommen, das so zu machen. Und hier drüben habt ihr dann eben die Möglichkeit, alles abzuwiegen. Hier sind die Tüten dazu. Und hier, schaut mal, es gibt sogar Adventskalender für Hunde. Ja, und hier haben wir dann noch so eine kleine Chill-Out-Area. Drüben dann eben noch das. Und hier gibt es auch noch schöne Artikel und hier dann eben die edle, ja, Theke, wo dann wahrscheinlich alles abkassiert wird, ne? Ach, und hier, das fand ich jetzt auch total interessant, gibt es eben Produkte zum Barfen. Hatten wir uns tatsächlich auch überlegt für Bella, aber ich traue mich da ehrlich gesagt nicht so ran. Ich bin noch am Überlegen. Nina hat jetzt auch nochmal davon gesprochen. Mal gucken, vielleicht machen wir das ja tatsächlich noch mit Bella. Und hier gibt es dann eben alle Produkte noch. Auch nochmal hier so im Überblick. Genau, und hier auch voll edel. Hier gibt es auch ganz Exotisches, wie ich vorhin gesehen habe. Ja, hier schaut Strauß und Känguru. Ja, richtig cool, oder, die Produkte? Max, was sagst du? Daumen hoch, sagst du? Guck mal hier, für die Bella, auch schön. So ein Teil. Was macht er denn schon wieder, der Milan? Der Milan spielt mit großen Hunden. Mein Gott, wenn jetzt die Bella da wäre, ne? Hm? Richtig süß. Ja, und die Teile hier, die finde ich auch super interessant. Das hatte ich tatsächlich der Bella auch mal gekauft. Und zwar könnt ihr hier die Leckerli reinmachen, also zum Beispiel auch Leberwurst oder so. Und dann ist der Hund beschäftigt, das alles rauszuschlecken. Ja. Oh, welche Bella, Mäuschen? Auf Milan. Ach, Milan. Ja, ach, nicht schlimm. Das hält der Milan aus. Der ist ja auch unsere Kinder gewohnt. Ne, Milan? Milan, was genau machst du da gerade? Weiß es nicht. Ah, das ist so schön hier, Leute. Ihr müsst unbedingt hierher kommen. Echt. Also ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das sage. Ich werde nur dafür bezahlt, mich zu lieben. Ja, mein liebster Schatz, die liebste Lieblings-Nina. Meine Haare riechen nach... Die China riecht so gut. Sag nochmal, was das für ein Parfum ist. Und das ist Gucci Rush. Ehemann von Heidi. Gucci Rush. Zu Weihnachten. Ich dachte gerade, jemand von Heidi, der ist so gar nicht da. Zu Weihnachten. Gucci ja, Rush. Ja, bitte. Bestes Parfum. Gucci Rush. Das war das Erste, was ich zu ihr gesagt habe. So, wow, du riechst voll gut. Also nicht, dass die sonst nicht gut riecht. Also gut, auf jeden Fall bin ich total froh, dass ich jetzt hier die Nina auch getroffen habe, den Ehemann und Tilly ist da und der Batman. Habt ihr ja vorhin schon mitbekommen. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier so weitergeht. Hier ist die kleine Erdbeermaus. Ich nenne sie ja immer Erdbeermaus. Habe ich euch schon erzählt, warum? Darf ich es erzählen? Ja. Darf ich? Wir waren bei Yvette und ich habe Pancakes gemacht und ich hatte Erdbeeren dabei. Und ein Kilo Erdbeeren. Ja. Und wir haben geredet und haben schön gegessen. Yvettes Mann hat gegrillt und ich wollte dann den Nachtisch vorbereiten. Und dann kam ich in die Küche und da waren zwei Mädchen
die hatten einen ganz roten Mund. Und es gab keine Erdbeeren mehr. Es war ein Kilo Erdbeeren in zwei kleinen Menschen verschwunden. Genau. Aber Erdbeeren sind ja zum Glück gesund. Lieber die Erdbeeren als die Pancakes. Natürlich. Aber seitdem sind es beide meine Erdbeermäuse. Ne? Ja. Und immer wenn wir schreiben, dann schreibe ich nicht Tilly, sondern ich schreibe, wie geht's meiner Erdbeermaus. Das stimmt. Ja, so ist es. Genau, jetzt kennt ihr auch die Geschichte. Okay, also wir gucken jetzt hier mal weiter und dann melde ich mich später nochmal bei euch. Ja, du süß. Okay. Danke. Oh, wie süß. Ich habe ein Rocher bekommen. Ich hatte auch ein Rocher bekommen. Oh, ich glaube, du bekommst auch eins. Ja? Ah, oh, danke, meine Erdbeermaus. Oh. Oh. Ey, du bist so gemein, Milan. Milan? Oh.